Hallo und herzlich willkommen zur Schulung als Videomixer. Am Winterkongress haben wir auf jeder Bühne drei Kameras. Die Kamera 1 mit der totalen, die Kamera 2 mit dem Close-Up und noch eine dritte zusätzliche Kamera. Die totale, also Kamera 1, zeigt eine Übersicht des Geschehens auf der Bühne. Dort sieht man zum Beispiel die Speaker in ihrer vollen Größe. Bei der Close-Up-Kamera sehen wir eine Person vom Kopf bis ungefähr zur Mitte des Oberkörpers, also relativ groß und nah. Bei der dritten Kamera steht noch nicht genau fest, was sie jetzt zeigt. Möglicherweise wird sie eine Supertotale anbieten, also noch mehr Kontext, wie die Totale liefern zum Bühnenumfeld. Vielleicht zeigt sie dabei auch etwas vom Zuschauerbereich. Oder sie wird eine Halbtotale zeigen. Hier wird dann der Fokus mehr auf die Geschehnisse auf der Bühne gelegt sein, ohne genaue Details zu zeigen. Wie genau diese Kamera dann eingerichtet sein wird, das werdet ihr ja dann auf dem Winterkongress sehen. Da die Speaker vermutlich eine Präsentation zeigen werden, haben wir neben den Kameras natürlich auch noch diese Präsentation als Videoeingang, aus dem wir dann einen wunderschönen Stream und ein Recording mixen werden. Außerdem haben wir auch an die Pausen im Stream gedacht und hierfür einen sogenannten Infobeamer vorbereitet. Dort gibt es zwei Varianten. Einer, der eine Übersicht zeigt, was für Vorträge werden denn als nächstes angezeigt. Und einer, der eine Übersicht zeigt über den kommenden Vortrag hier im Raum. Um das Video zu mixen, verwenden wir hier am Winterkongress die Software OBS. Wir haben hier OBS im Studio-Modus. Hier sieht man auf der rechten Seite die Szene, die aktuell live im Stream und im Recording zu sehen ist. Und auf der linken Seite sieht man, welche Szene als nächstes live genommen werden könnte. Wir können mit dem Übergang Transition diese Szene, die im Preview angezeigt wird, dann live nehmen und dann ist ab diesem Moment dann auch die Szene, die eben noch im Preview war, jetzt live zu sehen. Gesteuert wird das OBS über zwei Varianten, entweder über Maus und Tastatur oder zusätzlich steht euch natürlich auch ein Stream Deck bereit. Im Stream Deck findet ihr unterschiedliche Tasten für die verschiedenen Szenen, die wir vorbereitet haben und diese Taste rechts unten, mit der wir die Transition auslösen können, um das Preview live zu schalten und die Preview-Szene mit der aktuell live gezeigten Szene zu tauschen. Im OBS haben wir für euch einige Szenen vorbereitet. Jede Szene hat natürlich auch ein eigenes Icon auf dem Stream Deck, worüber wir diese Szene in den Preview-Modus laden können. Und wie schon gezeigt, über die Transition können wir die dann sowohl per Stream Deck oder Maus und Tastatur live nehmen. Wir empfehlen natürlich die Verwendung des Stream Decks, deswegen haben wir das euch auch hingestellt. Außerdem gibt es neben der klassischen Ansicht des OBS noch den sogenannten Multiview. Hier sieht man die ersten 8 Szenen in einer Preview. Außerdem oben links die Szene, die als nächstes live geschalten wird und oben rechts die Szene, die aktuell live zu sehen ist. Im Studio-Modus im OBS finden wir diese Szenen in der linken unteren Seite. Dort gibt es die Szene Kamera 1, die eben die Totale anzeigt, die Kamera 2, die das Close-Up anzeigt, die Kamera 3, die Slides, also die Präsentation auf dem Laptop vom Speaker. Außerdem haben wir die Picture-in-Picture-Szene,
die in klein die Close-Up-Kamera zeigt und in groß die Slides vom Speaker. Es gibt die Side-by-Side-Szene, in diesem Fall die Kamera 3 neben der Kamera 2. Die gibt es weiter unten auch noch in weiteren Varianten. Dann habe ich vorher schon den Infobeamer erwähnt. Hier gibt es einmal den Infobeamer Pause. Dieser zeigt an, welche Talks insgesamt beim Winterkongress als nächstes kommen. Und den Infobeamer Next Talk. Dieser zeigt an, welcher Talk hier als nächstes im Saal ist, mit ein paar zusätzlichen Informationen wie der vollen Beschreibung vom Talk und so Sachen. Dann haben wir noch eine etwas besondere Szene. Diese Szene wird Beamer Saal genannt. Diese Szene zeigt dasselbe, was halt auch auf dem Beamer im Vortragssaal zu sehen sein wird. Das heißt, über diese Szene steuern wir, was das Publikum sehen kann. Wie genau das funktioniert, zeige ich etwas später. Weitere Szenen, die es noch gibt, ist einmal diese Szene Störung. Die kann man zeigen, wenn man gerade absolut nichts anderes zeigen kann und so viel Chaos ist, dass wir den Stream unterbrechen müssen. Dann gibt es noch weitere Übersichtsszenen, die allerdings kein eigenes Streamdeck-Icon haben. Zum Beispiel die Cam 123 All-Kamera-Szene, die halt alle Kameras anzeigt. Die Cam 2, Cam 3 Side-by-Side-Szene, die halt jetzt Kamera 2 neben Kamera 3 anzeigt und nicht wie vorher Kamera 3 neben Kamera 2. Genauso noch Cam 1, Cam 2 und Cam 2, Cam 1 Side-by-Side. Eine weitere Besonderheit im OBS gibt es noch, und zwar bei den drei Kameras im Vollbild können wir eine Bauchbinde ein- und ausblenden. In dieser Bauchbinde steht der Name vom Speaker. Die kann man sich überlegen, ob wir die am Anfang zeigen oder nicht. Genauso können wir auch auf der Beamer-Saal-Szene einzelne Quellen ein- und ausblenden, je nachdem, was wir halt aktuell im Saal zeigen wollen. Das wird für den Anfang wird das vermutlich der Infobeamer sein, mit den Informationen, welche Talks als nächstes zu sehen sind. Dann, wenn der Vortrag bald losgeht, könnte man zum Beispiel die Infobeamer Next Talk Szene im Saal zeigen und natürlich auch im Stream, solange noch Pause ist. Und dann, wenn der Vortrag losgeht, dann möchte man im Saal sehr wahrscheinlich die Slides anzeigen, damit die Leute im Saal die Slides verfolgen können. Für die Leute im Stream sind die Slides natürlich auch interessant. Aber wenn der Vortrag losgeht, dann hält der Moderator meistens eine Ansprache, begrüßt den Speaker und das wäre etwas, das wäre natürlich sinnvoll, wenn wir das zeigen würden für die Leute im Stream und damit natürlich auch fürs Recording. Sobald der Moderator den Speaker begrüßt hat, könnte ein guter Moment sein, um von der totalen Kamera die gesamte Übersicht über den Saal zeigt, vielleicht auf die Kamera 2 oder auch auf die Kamera 3 zu wechseln, je nachdem, was in dem Moment besser aussieht. Oder wenn der Speaker richtig schnell losgeht und auch schon anfängt, auf seine Slides zu zeigen und da Dinge zu machen, dann will man vielleicht auch einfach die Slides im Stream sehen. Da müsst ihr ein bisschen jonglieren, was passt in dieser Situation ganz gut. Ist vielleicht die Picture-in-Picture-Szene gut? Wenn es mehrere Vorträge sind, hat man dann vielleicht mit der Side-by-Side-Szene irgendwelche Vorteile? Macht euch vorher am besten mal damit vertraut, welche Szenen gibt es insgesamt, damit ihr dann flüssig zwischen den Szenen hin und her schalten könnt und dabei nicht vergesst, auch mal die Slides anzuzeigen. Gerade wenn sehr viel Text auf den Slides ist, dann möchte man die etwas länger anzeigen und nicht nur im Picture-in-Picture, sondern auch im Vollbild.
Wenn vielleicht nur eine große Überschrift ist, dann ist Picture in Picture auch ganz gut. Und wenn man diese Überschrift gemütlich mal gelesen hat, dann kann man auch den Speaker mal in Vollbild anschauen. Bedenkt hierbei natürlich auch, dass die Leute im Stream und die Leute, die hinterher das Recording anschauen, nicht sehen, was aktuell im Saal passiert, sondern nur das sehen, was ihr ihnen in dem Stream zeigt. Daher ist es ein wichtiger Grundsatz, dass wenn der Speaker auf eine neue Slide umblättert, dass diese so schnell wie möglich gezeigt wird. Und zwar für die Dauer, wie ihr braucht, um die Slide einmal gemütlich durchzulesen. Klar, diese Slide muss vielleicht nicht im Vollbild angezeigt werden, sondern Picture in Picture ist okay. Aber sie sollte doch sehr zügig angezeigt werden, wenn sie neu ist. Gegen Ende vom Vortrag wird dann vermutlich das Q&A beginnen. Da wird sehr wahrscheinlich der Moderator auf die Bühne kommen oder anfangen zu reden. Vermutlich möchte man da dann die Kamera 1 mit der Totalen zeigen. Aber das ist dann natürlich auch wieder sehr situationsabhängig. Wenn der Speaker redet, macht es auf jeden Fall Sinn, diesen Speaker zu zeigen. Genauso, wenn der Moderator redet, möchte man idealerweise den Moderator zeigen. Wir sollten versuchen, das Publikum nicht zu zeigen. Auf jeden Fall nicht so, dass man einzelne Personen im Publikum erkennen kann. Und wenn der Vortrag vorbei ist und sich der Speaker verabschiedet hat oder sowas, dann ist auch ein guter Moment, auf den Infobeamer umzuschalten, sowohl für die Leute im Saal wie auch für die Leute im Stream. Und damit ist dann natürlich auch der Vortrag fertig gemixt und der nächste Vortragende kann kommen und sich vorbereiten. Wir können hinterher und vorher natürlich nochmal verifizieren, funktioniert der Stream? Ist der Stream allgemein okay? Läuft das Recording in dem Moment? Wenn das Recording nicht läuft, es wäre schon gut, wenn es läuft. Stoppt das Recording nicht, sondern das machen wir vom Videoteam für euch. Und natürlich gilt auch, sollte euch etwas auffallen, das nicht richtig funktioniert, das komisch aussieht oder womöglich läuft der Stream gerade nicht und ihr kriegt das selber nicht sofort repariert oder wisst nicht genau, was los ist, gebt uns Bescheid, wir sind da, wir helfen natürlich, wir wollen auch, dass es funktioniert. Wir müssen nur von dem Problem wissen, damit wir es lösen können. Dann gibt es natürlich noch ein paar zusätzliche Informationen, die euch helfen können, den Vortrag noch besser zu machen, wie er eigentlich schon ist. Zum Beispiel haben wir als Startseite im Browser auf jeden der Rechner, auf denen das OBS läuft, eine Übersichtsseite gepackt, in der Besonderheiten zu den einzelnen Vorträgen stehen. Aber auch eine Adresse, wie ihr zum Beispiel den Audiometer sehen könnt. Bei diesem Audiometer seht ihr dann einmal grafisch, ohne in den Stream reinhören zu müssen, ist denn ein Audiopegel da und vor allem auch, wie laut ist denn dieser Audiopegel? Perfekt wäre, diesen Audiopegel auf minus 16 Lufs, also auf genau den grünen Balken zu halten. Aber da müssen wir jetzt nicht exakt pingelig sein, das wird man eh nicht schaffen. Wichtig ist, dass so grob der Audiopegel stimmt von der Lautstärke her, dass man ihn auf jeden Fall sieht und dann ist das auch okay. Beachtet natürlich auch, das ist nicht exakt live, sondern das hat ein paar Sekunden Verspätung. Das liegt daran, dass als Input für diese Berechnung wird der Stream, den ihr über den OBS-Rechner verschickt genommen, dann wird das auf einem anderen Rechner umgerechnet,
Der Audiograf wird dann wieder in einen Stream verpackt und bis das dann wieder zu euch zurückgestreamt wurde, da können schon schnell ein paar Sekunden vergangen sein, bis das passiert ist. Von daher ist das eine super zusätzliche Information, aber ihr solltet immer im Hinterkopf behalten, es ist nicht die totale Wahrheit und es hat ein paar Sekunden Verspätung. Dann möchte ich euch noch auf einen kleinen Trick hinweisen. Und zwar könnte es den unwahrscheinlichen Fall geben, dass ein Speaker es nicht hinbekommt, das Bild vom Laptop zu teilen. Dann ist das nicht der totale Untergang, sondern auch dafür haben wir eine Lösung bereit. Und zwar dann streamen wir die Vortragsslides ganz einfach übers Internet. Dafür gibt es das sehr praktische Tool VDO.Ninja. Im VDO.Ninja haben wir für jeden Raum einen eigenen Kontrollraum definiert. Dort gibt es einen Link, über den ihr die Speaker einladen könnt. Dort sollen die dann ein Screenshare von ihrem Desktop machen. Sobald dieser Screenshare erstellt ist, seht ihr den im Kontrollraum. Ihr könnt dann den Solo-View-Link von dem Screenshare kopieren und in den technischen Szenen bei den Slides, in der Slides VDO Ninja-Szene, diese bearbeiten und dort einfügen. Ihr müsst diese Szene dann natürlich noch aktivieren und solltet nach dem Talk natürlich nicht vergessen, diese Szene wieder zu deaktivieren, damit es dann für die nächsten Videomixer ohne Probleme weitergehen kann. Und darüber habt ihr dann die Möglichkeit, übers Internet den Bildschirm vom Speaker ins OBS zu bekommen. Wenn es dabei Fragen, Probleme oder sonst wie gibt oder ihr euch nicht genau sicher seid, wie ihr das VDO Ninja bedienen könnt und wie genau das funktioniert, sprecht uns an. Idealerweise sind ja ein paar Minuten Zeit vor zwischen einem Vortrag und dem nächsten, so dass wir von der Videocrew euch helfen können, das einzurichten und zu konfigurieren. Und damit sind wir schon am Ende von diesem Schulungsvideo als Videomischer. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch erzählt und gezeigt habe. Sollten dennoch offene Fragen da sein, nutzt die Zeit vor der Veranstaltung, um uns zu kontaktieren. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr uns erreichen könnt, auf winkelkatze.tv findet ihr dafür auch eine E-Mail-Adresse. Oder natürlich steht euch auch der Chat oder die Kommentare im Video zur Verfügung. Wir werden versuchen, da drauf zu schauen. Beachtet auch, es gibt noch ein weiteres Schulungsvideo als Video Operator. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, auch eine Kamera zu bedienen, könnte das auch interessant sein, dieses Video mal anzuschauen. Und wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich auf dem Winterkongress. Bis bald!